Eine neue Woche, eine neue Ladung Tratsch, Gerede und Nebelkerzen. In unserer Gerüchteküche rühren wir jede Woche für euch im großen Topf der Leaks und Pseudo-Leaks und schauen, gibt es dafür stichhaltige Beweise? Ist das noch nicht offiziell bestätigt, aber zumindest plausibel? Oder hat da einfach nur irgendjemand was ins Internet geblasen? Und diese Woche ist auch wieder ordentlich was durchgesickert bei PlayStation, CD Projekt und Call of Duty. Wollt ihr immer mit dabei sein, wenn es wieder was Neues gibt, dann lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke. So seid ihr immer up to date. Diese Woche starten wir mit Gerüchten aus der Hardware-Ecke, denn angeblich stehen bereits nächstes oder übernächstes Jahr neue Konsolen an. Genauer gesagt PlayStation 5 Pro und die New Xbox Series X. Aber mal von vorn. Die Konsolengeneration von PS4 und Xbox One hatte zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte eine sogenannte Zwischengeneration. Zwar gehörte man nominell noch zur aktuellen Gen und die Technik basiert auch auf dem Fundament der Grundkonsolen, aber durch die technische Weiterentwicklung konnte man die Power auf Basis der entsprechenden Hardware-Architektur ein gutes Stück aufdrehen. So waren beispielsweise bei PS4 Pro und Xbox One X statt nur 1080p sogar Auflösungen mit bis zu 4K möglich. Diese Zwischengeneration war auf beiden Seiten durchaus ein Erfolg, deswegen wird erwartet, dass es auch in dieser Konsolengeneration so einen Zwischenschritt gibt. Und da kommt jetzt das Technikunternehmen TCL Technologies ins Spiel. Das ist eine chinesische Firma mit Spezialisierung auf Fernseher und Bildschirme und die hat in einer Konferenz letzte Woche eine sehr interessante Präsentation abgehalten. Da sieht man nämlich einen Zeitstrahl, auf dem die PS4 und Xbox One Gen drauf sind, dann kommen PS4 Pro und Xbox One X, dann PS5 und Xbox Series und dann sieht man, dass für 2023 oder 2024 die PS5 Pro und die New Xbox Series eingetragen sind. Beide mit ungefähr gleichen Leistungsangaben von 4K oder sogar 8K mit 60 bis 120 Frames pro Sekunde. Und das wäre natürlich mal ein absoluter Knaller, wenn hier die Starttermine der Zwischengen einfach mal so geleakt wären. Aber, obwohl wir jetzt keine direkten Aussagen gefunden haben, die das Ganze wirklich entkräften, ist es eben doch hochgradig unwahrscheinlich, dass bereits nächstes oder übernächstes Jahr brandneue Konsolen kommen. Der Grund dafür ist Corona und die weiterhin riesige Nachfrage. Die Hardwarehersteller können ja selbst 1,5 Jahre nach Release der Konsolen den Bedarf nicht decken. Xbox Series und PS5 sind weiterhin großflächig ausverkauft. Jetzt schon die Zwischengeneration zu zünden, bevor man überhaupt die Nachfrage nach den Grundkonsolen decken kann, macht keinen Sinn. Wahrscheinlich wird dieser Umstand sogar eher dazu führen, dass sich der aktuelle Konsolenzyklus um lockere 3 bis 4 Jahre verlängert. Obendrauf ist TCL eben auch nur ein Bildschirmproduzent. Die haben sicherlich Kontakte zu Sony und Microsoft, aber es ist unwahrscheinlich, dass die mit so heißen Informationen um sich schmeißen. Von daher ist es wohl eher wahrscheinlich, dass es sich hier um Vermutungen handelt. Was aber durchaus plausibel sein könnte, wäre eine Hardware-Revision. Bedeutet, dass man durch technischen Fortschritt die Bauteile kleiner und sparsamer hinbekommt. Vielleicht steckt man von Haus aus auch eine größere SSD rein. Das geht auch manchmal mit einem kleinen Facelift für die Konsole einher. Drin steckt aber dann trotzdem leistungstechnisch weitestgehend das Gleiche. Weiter geht's mit CD Projekt Red. Die haben ja letztens die Entwicklung von ihrem neuen Spiel im Witcher-Universum an den Start gerollt und das Next-Gen-Update für Witcher 3 ist auch schon für Ende des Jahres geplant. Aber es gibt ja auch weiterhin das Sorgenkind des Studios, Cyberpunk 2077. Nachdem man nun 1,5 Jahre nach dem Technikfiasko das Spiel auf einen durchaus annehmbaren Stand gesund gepatcht hat, stehen ja auch noch eine oder mehrere Erweiterungen für das Spiel an. Und die sind auch wirklich unterwegs, denn CD Projekt Red hat die Story einer ihrer Erweiterungen schon selbst geleakt. Das alles hat angefangen mit dem Patch 1.5, der Mitte Februar kam. Der hat dem Spiel zu einem großen technischen Sprung verholfen mit zahlreichen Verbesserungen und Fixes, aber auch mit dem offiziellen Next-Gen-Update. Nur war das eben leider nicht alles, was die Entwickler mit in den Patch gesteckt haben. Denn offenbar sind aus Versehen die kompletten Dialogzeilen für die Untertitel der ersten Erweiterung mit im Patch 1.5 gelandet. Das wurde zwar relativ flott erkannt und wieder aus dem Patch entfernt, aber selbstverständlich waren die Dataminer im Netz schneller. Die Leute, die das gefunden haben, haben sich aber vorerst dazu entschlossen, das Material nicht zu veröffentlichen, weil sie den entsprechenden Mitarbeitern bei CD Projekt nicht komplett in die Suppe spucken wollten. Nur hat sich dann wohl einer der Dataminer mit einem offiziellen Mod des Cyberpunk-Reddits gefetzt und aus Trotz hat er das Material dann doch hochgeladen.
Mittlerweile ist das Material zwar durch einen Copyright-Claim schon abgeschossen, aber die Kollegen von Rock Paper Shotgun haben reingeschaut und konnten das verifizieren. Wir wollen jetzt hier natürlich nicht groß spoilern, aber zumindest ein paar Details können wir geben. So soll die Erweiterung die sogenannte Combat Zone aufschließen. Das ist eine Region in Pacifica, die einem im Hauptspiel verschlossen bleibt. Einer der wichtigsten Story-NPCs für die Erweiterung wird wohl Songbird sein. Das Charaktermodell von ihr ist schon vor einiger Zeit durchgesickert. Und insgesamt soll es 7 Story-Missionen geben. Das Ganze wurde von CD Projekt Red zwar in keinster Weise kommentiert, aber naja, das Material steckte im offiziellen Patch 1.5. Deswegen ist das hier ein lupenreiner Leak. Für PlayStation-Fans, die bisher bei der PlayStation 5 leer ausgegangen sind, gibt es gute Neuigkeiten. Zwar wird die PS5 wohl weiterhin eher Mangelware bleiben, aber dafür kommt jetzt wohl das erste PS5-Spiel auf den PC, nämlich Returnal. Der Roguelike Bullet Hell Shooter von den Arcade-Meistern von Housemarque kam letztes Jahr exklusiv für die PS5 und konnte durchaus überzeugen. In unserem Test hat das Spiel eine saubere 8 von 10 abgeräumt. Eine mögliche PC-Version wurde schon im berühmten GeForce Now Leak erwähnt, wo ein Datenbankeintrag öffentlich wurde, der zahlreiche zukünftige Spiele auflistete, die per GeForce Now spielbar werden würden. Eine ganze Menge davon hat sich bereits bestätigt und Returnal scheint bald ebenfalls dazu zu gehören. Denn in der Steam-Datenbank ist ein Eintrag für ein neues Spiel eingegangen, das unter dem Codenamen Origin gelistet wird. Einzusehen ist das alles auf der Analyseseite SteamDB. Als beschreibende Tags werden da so Sachen verwendet wie Third-Person-Shooter, Bullet Hell, Roguelite, weibliche Protagonistin. Das trifft alles auf Returnal zu, aber so weit könnte es auch irgendein anderes Spiel sein. Nur ist das halt nicht alles. Denn schaut man sich auf SteamDB den Lokalisierungstab an, in dem einige Keywords aus dem Spiel aufgelistet werden, dann findet man da die Namen Atropos oder den Tower of Sisyphus. Zwei eindeutige Namen direkt aus dem Spiel. Atropos ist der Planet, auf dem das alles stattfindet, und der Tower of Sisyphus ist der Endlosmodus, der erst vor wenigen Monaten als DLC dem Spiel hinzugefügt wurde. Es ist also wirklich sehr eindeutig, dass hinter dem Codenamen Origin in Wirklichkeit Returnal steckt, das hier für einen Release auf Steam vorbereitet wird. Wann das Ding schlussendlich kommt, geht da zwar nicht raus hervor, trotzdem ist das hier ein eindeutiger Leak. Und noch ein weiteres PlayStation Exclusive hat mit einem möglichen Leak diese Woche auf sich aufmerksam gemacht, nämlich Stray. Das Katzenabenteuer im Cyberpunk-Setting wurde ja bereits zur ersten PS5-Präsentation damals im Sommer 2020 angekündigt und bisher ist es eher so unter dem Radar geflogen. Zwar haben wir durchaus noch mehr Infos und sogar etwas Gameplay bekommen, aber ein genaues Release-Datum ist man uns immer noch schuldig. Zumindest bis jetzt, denn in der PlayStation-Datenbank hat es ein Update gegeben bei Stray. Da steht jetzt der 19. Juli 2022 als Release-Datum, also gar nicht mehr so lang hin. Jetzt kann man natürlich sagen, dass es sich dabei noch um einen Platzhalter handeln könnte und ja, das stimmt, das könnte durchaus sein, nur ist das Datum eben doch seltsam spezifisch. Normalerweise werden Platzhalter-Release-Daten eher auf runde Daten angegeben. Das Ende vom Quartal, die ersten Januartage, sowas halt. Deswegen ist es durchaus schlüssig, dass der 19. Juli doch korrekt ist. Vor allem, weil ja bereits diese Woche eine neue State of Play ansteht, die sich um PSVR 2 und Third-Party-Spiele dreht. Wäre also ein guter Platz, um das Release-Datum offiziell zu verkünden. Nichtsdestotrotz, das Datum kommt direkt aus der PlayStation-Datenbank, was es damit zum Leak macht. Und zum Schluss haben wir gleich noch einen Doppelpack an Gerüchten zu Call of Duty Modern Warfare 2. Dieses Jahr sind ja wieder die Call of Duty-Erfinder von Infinity Ward an der Reihe, die zuletzt mit dem 2019er Modern Warfare überzeugt haben. Man kann also durchaus hohe Erwartungen an den diesjährigen Ableger der Shooter-Serie haben. Dem ersten Gerücht zufolge dürfen sich hier aber nicht nur PC- und Konsolenbesitzer freuen, sondern auch Freunde von Virtual Reality. Laut dem Call of Duty-Leaker Ralphs Wolf plant Infinity Ward offenbar einen DLC für Modern Warfare 2, der komplett auf VR ausgelegt ist und der auch exklusiv für die PlayStation VR 2 kommt. Wann genau der DLC kommen soll und was er überhaupt behandelt, ist noch nicht wirklich klar. Infinity Ward hat aber ja durchaus schon mal den Zeh ins VR-Wasser gehalten mit dem Jekyll Assault DLC für das Zukunfts-Call of Duty Infinite Warfare. Das ist bei VR-Kennern durchaus gut angekommen. Hier bleibt's also spannend und vielleicht sehen wir ja zur PSVR 2 State of Play diese Woche mehr dazu. Der Leaker Ralphs Wolf hatte bereits letztes Jahr viele Infos zum neuen COD geleakt. Hier muss man dann jetzt zur Ankündigung natürlich schauen, ob er da recht hatte, aber zumindest den Namen hat er schon richtig gehabt.
Aber wie gesagt, wir sind noch nicht durch mit Modern Warfare 2, denn nicht nur VR-Freunde dürfen sich wohl freuen, sondern auch alle PC-Spieler auf Steam. Denn offenbar kehrt Call of Duty endlich wieder auf die beliebte Plattform zurück. Kurzer Recap, seit Black Ops 3 von 2018 ist die Reihe nämlich von Steam verschwunden und setzt ausschließlich auf das hauseigene Battle.net. PC-Spieler mussten sowieso immer mehr in die Röhre schauen, da Activision seitdem auch keine Disc-Version für PC mehr verkauft. Jetzt wurde aber die Steam-Seite von Call of Duty aktualisiert und das bereits veröffentlichte erste Banner von Modern Warfare 2 ist da aufgetaucht. Für kurze Zeit, denn so schnell es gekommen ist, so schnell war es dann auch wieder offline. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass Call of Duty wieder zu Steam zurückkehren könnte. Nur freut euch nicht zu früh, denn selbst wenn man Modern Warfare 2 auch auf Steam kaufen kann, könnte es auch nur heißen, dass sich nach dem Start auf Steam anschließend doch wieder das Battle.net öffnet. Und das waren die großen Gerüchte und Luftschlösser für diese Woche. Cyberpunk, Returnal oder doch das mögliche Update der Konsolen. Welche Gerüchte und Leaks findet ihr diese Woche am spannendsten? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de.